Eine wunderschön und willkommen zurück zu den wunderschönsten Let's Play aller Zeiten. Apropos Jing Jing und Dong Dong und so. Ha, ich habe jetzt Hatsune Miku's Magical Mirai 2019. Das ist geil. Ich schwöre, wallaha, bibibibi. Das ist geil. Ne, ich bin ein großer Miku-Fan. Also nicht nur Miku-Fan, sondern allgemein Vocaloid-Fan. Und das ist quasi Magical Mirai ist ja quasi die Krönung. Wir haben keinen Stein dabei. Ist natürlich jetzt ein bisschen suboptimal. Klonk und zum Stein hier irgendwo, ne? Da war ja direkt eine Höhle hier unten. Diese gilt eigentlich anscheinend auch als Stein, nee, ne? Das ging ja glaube ich nicht. So, bauen wir mal dich hier ab. Dankeschön. So. Bam 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 bam. Let's go! Der Enderman ist halt einfach immer noch da. Ich glaube das nicht. Das ist eine Kuh. Da. So. Upsala. Hallo. So. Ach, komm jetzt. Alles wieder so, wie es original war. Und du, mein Lieber, jetzt einfach mal sterben hier. Da geht's nämlich tierisch auf den Sack, weißt du das? Hallo, Mädel, geht doch. Ja, wir haben wieder eine Enderperle. Hat die letztens ein Enderauge bekommen? Ich dachte, die muss man immer erstmal bearbeiten, denn. Lol. Easy, gefällt mir. Naja, ob wir mal ein Enderportal suchen, in dem Let's Play wahrscheinlich eher weniger. Ich meine, jetzt können wir irgendwann mal wieder auf dem Haupt-Let's Play machen, ne? Wenn wir mal wieder auf dem richtigen Server spielen. Dann können wir das mal machen, aber hier lohnt sich das, denke ich mal, nicht wirklich. Da waren wir schon drinnen, ne? Ja doch, genau. Was war das denn mit dem Dschungel? Da waren wir bereits drinnen. Ich suche jetzt halt einen Dungeon oder sowas, ne? Wie sieht es denn hier aus? Ne, auch nicht. Aber geile Strukturen hier immer. Mag ich, gefällt mir. La 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 la. Da hinten, das sieht doch aus wie entweder einfach nur eine Höhle. Oder ein Dungeon. Jetzt kommt ein Dungeon. Ne, doch, einfach nur eine Höhle. Ach, schade. So. Wir gehen mal. Ach komm. Ja, hallo? Ach so, jetzt. Easy. Ja, ne, hier ist nichts drin. Das war auch das Ding, was wir letztens schon gesehen hatten. Denke ich. Hallo. Gerade an solchen, ne, an solchen glatten Hängen, die da runtergehen, finde ich öfter solche Dungeons.
Von daher werde ich mal auch eher mal in die Richtung hier gehen. Weil wir brauchen halt so einen klassischen Dungeon, weil da gibt es meistens dann halt auch Mohrrüben oder ähnliches drin. Alternativ könnten wir natürlich auch Zombies killen. Oh! Aua, das Lava. Das ist aber nicht nett. Wir müssen die Umwelt retten. Ronny gegen die Lava. Wer wird gewinnen? Die Lava. Wer sonst? Danke. Aber bevor wir in den Kampf gehen, Mensch gegen Lava, werde ich mein Superheldenkostüm anziehen. Und nun wird Ronnyman zu Lavaman. Dum 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 bam 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 dum dum. Fürchte mich, Lava, weiche von mir. Oh, seht ihr, wie es von mir weicht? Oh, ich treibe es in den Grund des Wahnsinns. Weiche, weiche, weiche von mir, weiche. Los, sind fort mit dir. Husch, husch. Ja, genau, Zische, verfurcht. Ich bin dein schlimmster Feind. Mensch. Ah, oh, nee, ich bin ja der Mensch. Lava. Kusch, kusch, nur fort mit dir. Sein braves Lavalein. Kusch, ab in den Nest. Lavaman hat gesiegt. Dann wechsle ich mal wieder meine Identität, damit keiner weiß, dass ich Lavaman bin. Schwupp. Und schon sehe ich wieder aus wie ein ganz normaler Mensch. Easy. So macht man das. So funktionieren alle Heldenfilme. Ich habe quasi jetzt mit einer Folge, ja, das gesamte Marvel-Universum aufgedeckt. Einfach so direkt, 1 zu 1, bumm. Da kann sich Spider-Man mal eine Scheibe abschneiden. So, Dungeon. Wir wollten eigentlich Dungeon suchen. Oh. Schön steile Wände. Das Lama. Schön steile Wände, aber ich sehe immer noch kein Dungeon. Natürlich ein bisschen. Ich versuche mal hier vorne am Wasser zu bleiben, damit wir uns nicht alles sehr verirren. Ich sehe auch was Witziges hier. Wie sieht es denn hier vorne aus? Ne? Kein Dungeon in Sicht. Schade eigentlich. Jammer, jammer, schade. Ja, Sakrileg, hier wird es doch wohl Dungeon geben irgendwo. Hallo? Ha. Oha. Wer da reinfällt, kommt nie wieder raus. Also, klar, Hochbaggern, aber ich meine jetzt realistisch betrachtet. Weil der lässt nämlich durch, ich bin Arzt. Nö, gar nichts. Schade. Komm schon raus, ja. Oh. Ach, schade. Doink. Oh, Sonne geht schon wieder unter. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, werden wir uns mal nächste Folge ein Boot bauen. Nächste Folge, nächsten Tag ein Boot bauen und dann mal die Küstenlinie abfahren.
abschwimmen, absegeln. Ich glaube, so werden wir, so kommen wir schneller voran. Oh mein Gott, 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 es wird dunkel. Dunkel in Berlin. Nee, komm ich nicht drauf. Bleiben Sie doch etwas da, Sonne. Ich habe Kaffee und Kuchen. Oh mein Gott, warum macht es dunkel? Aua. Platsch. Oh, kann ich mal irgendwo raufkommen, wo ich weiterkommen kann? Ihr wollt mich doch hier penetratieren. Oh, geht doch. Ruf da. Und jetzt an der Uferlinie lang. Alter, ist es dunkel. Draußen ist hell, im Spiel ist es dunkel. Wollt ihr mich verarschen? So. Dann gehen wir mal zurück nach Hause. Boah, Alter, das ist gar nicht mehr. Das ist ja schon wieder Wasser, oder? Aber. Wie gehen wir noch da? Ich glaube mal, da ist kürzer. Oh Gott. Okay, ich werde und wir werden zum Auto da und um Unterschlupf suchen. Alter, ich sehe halt einfach gar nichts mehr. Scheiß die Wand an. Ja, sieht aus wie eine sehr sichere Höhle. Ist das wirklich eine scheiß Höhle? Egal, besser als gar nichts. So. Gut. Schau mal, von da kommen keine Monster. Ich werde mir hier sicher selber zumachen. Genauso werde ich immer das Wasser abklemmen. Und die Erde ist alle. Jetzt. Ich höre Viecher. Okay. Schon mal wie eine richtig schöne Base. Base, Base, ach du Kacke. Ja, voll sicher und so, ne? Überall hier. Ach du Scheiße. Also von da können wir es da kommen. Von da können wir es da kommen. Na gut, okay. Also von hier kommen wir, dürfen jetzt keine kommen. Ist hier ein bisschen hoch der Vorsprung, aber von hier können halt noch Monster kommen. Das ist natürlich nicht so gut. Und ich habe bloß noch 9-mal na klar, 9-mal Eisen. 9-mal Dixabumster. Andererseits könnte ich dir das Leben aber auch schwer machen, indem ich sage, das kommt ab, das kommt ab. Oder mach ich jetzt hier so ein Ding hin. Da kommst du noch. Kommst du noch ab? So, jetzt dürften sie auch nicht mehr raufkommen. Wobei letztens die Zombies, die sind ja auch zwar hochgesprungen. Also irgendwie traue ich dem Ganzen nicht hier. So, wirklich. Naja. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt erstmal hier für Mittag essen. Das heißt, unsere Nudelsuppe, ein bisschen Apfel zum Stärken, das Ganze, ne, also Pilzsuppe mit Brot, ne, zum Stipsen, und noch ein bisschen Fleischbeilage und danach dann noch einen schönen Apfel.
Oh, und schon sind wir voll. Na gut, dann noch ein Apfel und Brot brauchen wir nicht. Ja, schön. Das war doch mal ein gesundes Essen. Yam, 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 yam. Da fühle ich mich gleich viel gesünder und besser. So, jetzt müssen wir aber eigentlich warten, bis es hell wird. Die so ziemlich spannendste Tätigkeit, die man machen kann. Wo steht denn der Mond? Ah, wie siehst du den Mond? Okay, der Mond ist immer noch erst im Aufgehen. Es ist noch nicht mal Mitternacht. Okay, wir haben keine, doch wir haben 28 Fackeln. Das heißt, wir könnten, während es draußen noch dunkel ist, die Höhle erkunden. Dann tun wir dies. Oh, ja, geht da voll tief rein hier. Okay, also das hier scheint schon mal nicht so spannend zu sein. Aber das hier scheint vielleicht ein bisschen spannender zu sein. Ja. Das ist so ziemlich spannendste, was ich je gesehen habe. Ach komm. Warum sind Sanddinger immer so langweilig? Ah, gut. Die Frage ist, hier draußen läuft irgendwas rum. Kann ich das anlocken, was auch immer da draußen rumrennt? Ich mach mal kurz hier. Komm, genau mal Sandstein hier. Den mache ich mal da so hin und 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 da so hin. So, jetzt kann man ein bisschen rausgehen. Okay, da schwimmt ein Zombie. Und irgendwo ist etwas, was aus dem Sand läuft, aber ich kann es nicht orten vom Sound her. Jetzt läuft es doch nicht, gar nicht mehr. Okay, es müsste hier oben drauf sein. Aber entweder sieht es mich einfach nur nicht oder es kommt nicht zu mir. Hm. Alter, ich sehe halt keinen Scheiß, sehe ich halt. Was tut die Sonne schon wieder raus? Oh Mann. Wollt ihr mich ruinieren? Ha, was machen wir jetzt? Okay, ich würde mal sagen, wir machen ein Stoßgebet. Wir können drinnen zum Beispiel Bäume pflanzen. Das wird garantiert irgendwas bringen. Ah, die kann man gar nicht pflanzen. Das ist ja scheiße. Ach, leck mich doch. Hm. Ich dachte, wir können aus der Wüste eine blühende Vegetation machen. Können wir Kürbis essen? Nee. Können wir nur Samen draus machen? Was könnten wir noch machen? Wir könnten Pilz-Suppe machen. Dankeschön. Ja, wir haben zwar keine Fleischbeilage mehr, aber wir haben zumindest Pilzsuppe mit Brot. Ist doch schon mal was. Nicht das Leckerste auf Erden, aber es geht. Oh, da ist ein Enderman. Oh oh. Vor allem Pilzsuppe, Alter. Pilzsuppe ist wirklich das Letzte. Also, ne, eine schöne Pilzsoße ist was anderes. Also eine Pilzsoße, ne? Aber Pilzsuppe? Ich weiß nicht. Oh, der Fang hat uns, glaube ich, gesehen, oder? Kommt er zu uns? Ne, kommt er nicht. Doch, er kommt zu uns. Er kommt. Ja, wir kriegen Action. Ja, komm zu Papi. Komm rein. Komm in meine Höhle der Freude. Oh, ich liebe dich. Mmh. Oh, ich habe ihn hier reingesteckt, mein Lieber. Was? So. War genug Action für den Abend? Wo ist die Sonne? Der Mond? Ach, okay, schon wieder am Untergehen. Sehr schön. Haben wir die Nacht schon fast überstanden. Geil und Mato. Also, hier geht's noch nicht so. Geht's hier irgendwo rein? Nee, ne? Nee. Ich war auch zu viel verlangt gewesen. Wir könnten uns natürlich schon direkt auf dem Weg nach Hause machen. Mal gucken, erkennen wir hier irgendwas in der Scheiße. In der Dunkelheit. Da irgendwo müsste ja unser Haus sein. Da ist noch ein Zombie. Kommst du?
Ey, pst, hol Stöckchen. Ja, es kommt, es kommt, es kommt. Oh, es kommt. Oh, die Sonne kommt auch. Oh. Hilfe. Ja, komm, meine Liebeshöhle. Hm. Möchten Sie auch, dass ich Ihnen etwas reinstecke? Dann kommen Sie her. Ja, spring einfach runter, Junge. Ja, nutz die Treppe halt. Komm. Ach, da springst du jetzt runter, ja? Ah, hier. Noch einmal. Oral, anal und penetral. So. Wo ist der Mond? Da. Okay, der Mond ist langsam echt am Untergehen. Das ist schön. Das ist sehr schön. Dann können wir uns bald aufmachen. Bald losmachen von diesem tristen Ort. Ich meine, ich könnte ja an manchen Stellen einfach mal so random in die Wand schlagen, gucken, ob hier was ist. Hier zum Beispiel. Aber ganz ehrlich, was sollte hier sein? Mineralien gibt es in der Wüste nicht. Ne? Also überall, wo Sandstein ist, wird man keine Mineralien finden. Weder Kohle noch sonst irgendwas. Und ich sag mal so, Dungeons werden wir jetzt hier wahrscheinlich auch eher nicht finden. Das wäre doch ganz schöner Zufall. Ach, wir hätten mal früher auf die Stadt der Sonne achten sollen. Ey. Ja, komm, scheiß Sonne, scheiß Mond, geh unter. Oh, bleibt die Sonne. Ich sehe nichts. Untergehen. Los, untergehen. Untergehen, untergehen. Um sich weiter bis weiter runter. Baram, 20. Ah, hat voll viel gebracht. Brap. Pop, pop, pop. Oh Mann, ey, dieser Kackmond, ey. Wo ist die Kacksonne, ey? Okay, und dann ist noch der Enderman zugange. Fuck my life. Wo kommst du denn hier? Oh, sehr süß. Oh, hallo, mein Kleiner. Klar, mach's groß wie ein Lärm. Mach's groß wie ein Lärm. Klar. Mach's Lärm wie ein großer. Schnauze jetzt hier. Ey, das ist Ruhestörung. Brauer Junge. Doink. 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 Stopp halt. Jetzt ruhig ein bisschen was droppen können hier. Yay, die Sonne geht auf. Es wird hell. Oh mein Gott, wir können los. Das ist ein Creeper. Siehst du, bei The Way könnt ihr auch einfach direkt hier ein Boot bauen. Da muss ich gar nicht erst nach Hause gehen. Werkbank haben wir sogar dabei. Easy, dann machen wir es mal ganz schnell. Dann brauchen wir jetzt nicht nach Hause, sondern können direkt hier, ne, schön ein Boot bauen. Ist ja eh jetzt gerade. Was? Achso, ja, okay. Brauchen wir ja 5 hier. Ach, komm her damit. So. Sehr schön. Dich nehme ich mal mit. Sicher ist sicher. So, dann gönnen wir uns mal ein Boot. Und fahren mal. Schwimmen mal. Oh, die Sonne erhebt sich. Da schwimmt ein Skelett. Leck uns aber doch die Eier, Mr. Herr Skelett. Nein, 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 bist du langsam, Biatsch. So. Hallo, Leck. Oh, okay. Achso, mein Sichtfeld ist noch weit unten. Nee. So ist gut. So, wie sieht denn hier aus mit Dungeon, mein lieber Freund? Okay, eher so schlecht.
Geh mal ans Ufer. Bevor das Ganze hier ausufert. Oh, der beste Wortwitz ever. Komm her. Antreiben! Kamerad! So. Du musst noch kurz weg. Dankeschön. So, haben wir hier irgendwas, was irgendwie nach irgendwas aussieht. Dank, 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 dank. So, wir dürfen nicht vergessen, aus welcher Richtung wir kommen. Sonst können wir uns ganz, ganz schnell verirren. Und das wäre irre. Also ich weiß nicht, was ihr seht, aber ich sehe gar nichts hier in der Gegend. Das ist ein bisschen deprimierend. Macht aber nichts. Ich bin Kummer gewohnt. Vor allem Kummer ohne Komma. Ich sehe echt gar nichts. Nicht mal eine fucking Ruine oder irgendwie sowas, also, ne, irgendwie so. Oha. Sieht eher so trist und leer aus. So. Ist das ein Dungeon? Nee, ne? Ne. Leider nicht. Ja, und hier hört es auch schon wieder auf. Ach Gott, Menno. So, wir dürfen nicht schon wieder die Sonne aus den Augen lassen, ne? Ah ne, hier ist nur noch Wasser. Da ist Licht. Also entweder ist der Prism, also irgendwas, was leuchtet, oder? Kann ich da runterspringen? Ah, das dürfte ein bisschen wehtun. Gut, dann gehe ich mal hier vorsichtig runter. Aber tut doch weh hier. Schwimm, 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 schwimm. Ah, Sonne neigt sich schon wieder der Mitte. Das heißt, wir gucken noch mal, was da unten ist, weil das leuchtet da so komisch. Entweder ist es Lava oder, was ich eher hoffe, Minenschacht. Ne, ist Lava. Oder? Ne, ist Minenschacht. Ich werde ja verrückt. Da ist ein fucking Minenschacht. Oh, mitspinnen. Egal. Oh, Maria Josef. Ein Minenschacht haben wir gefunden. Na, da. Aber ein ohne Kisten. Wie es aussieht. Oh, komm jetzt hoch hier, meine Güte. Oh. Fuck. Okay, wir haben jetzt einen Diamant gefunden. Sehr schön, aber ich wollte eigentlich, ne, ich suche eigentlich eher... Ach, scheiße. Ich suche eigentlich eher Morüben und Kartoffeln. Und das haben wir jetzt eher so nicht gefunden. Na gut, halt also einfach wieder rausgehen und dann
heulen gehen. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen dann auch einfach mal zurück. Da kommt, red ich. Voll hart raus. Auch wenn ich mittlerweile denke, dass man mit selber schwimmen schneller ist. Ach ja. Boom. Gefickt. So. Dann sprinten wir mal nach Hause. Mit voller Geschwindigkeit. Mit mindestens 5 km/h oder so. Und ja, 5 km/h ist schnell. Die normale Schrittgeschwindigkeit eines Menschen liegt so zwischen 2 und 3 km/h ungefähr. Also außer bei mir. Bei mir liegt sie bei mindestens 10.000, 500 Millionen Nanokammer. Also Nanokammer macht überhaupt keinen Sinn. Nano MH. Boing. Jo, können wir noch hier einmal an dem Ufer noch mal vorbei. Sparen wir uns ein bisschen Arbeit mit dem Floß, mit dem Schiffschimmer. Und finden wir vielleicht sogar noch was. Wobei ich das eher nicht glaube. Hallo, hoch mit dir hier. Was ist denn los hier? Ist ja Mittagspause oder was hier? Da hinten müsste unser Zuhause sein irgendwo. Und wenn nicht, dann ist es egal. Dann haben wir uns halt verlaufen. Fick doch die Henne. Okay, jetzt nichts. Dann, ja, gehen wir einfach mal hier runter. So. Hier sieht es interessant aus. Zwischen interessant aussehen und interessant sein gibt es halt leider immer noch einen Unterschied. Oh, wobei hier, ne? Also hier. Oh. Ich dachte schon. Oh, für ganz interessantes. Leider gibt es nicht so einen Wope, ne? So eine. Ach, leg doch am Arsch jetzt hier. Oh, fick. Penis-Apothese hier. Okay, komm. Ja, Ronny, das ist genau das, was ich jetzt. Einfach hoch hier. So, wenn alles nicht hilft, einfach Schritt nach oben bauen. Easy. Hallo. Danke. So. So, wir kamen von da. Also müssen wir nach da. Doink, doink, doink. Schau mal, das Wald. Interessiert uns leider recht wenig, weil das nicht unser Wald ist. So ein Hütchen! LOL! Hatte ich bisher nur einmal gefunden bisher. Boink. Die scheinen also eher selten zu sein. Ich weiß aber nicht, ob da eine Kiste drin war. Glaube nicht. Das ist einfach nur Holzkonstrukt. Ohne weiteren Sinn und Verstand und so. Aber trotzdem voll süß. Ich mag dieses Haus. Ja, du fragst, ob da was drin ist. Ist da was? Oh ja, das war's drin. Okay.
Okay. Aber keine Kiste. Ne. Aber das hier können wir uns trotzdem mitnehmen. Das ist nämlich geil. So, das Holz nehmen wir uns auch mit. Hallo? Was machen wir hier eigentlich gerade? Die Sonne ist schon wieder am Untergehen. Oder geht sie unter oder geht sie hoch? Oh mein Gott, sie geht halt wirklich unter. Oh oh. Da sollte man schnell in unsere Richtung Heimat gehen. Wo ist das scheiß Schiff? Schiff! Da. Volle Fahrt voraus! Mit dem Schiff. Ist die beste Idee, die man haben kann. Schwimmen einfach Tiere im Wasser. Was ist los mit euch? Ah, das ist sogar mein Haus. Ah, leck mich doch am Arsch. Okay, dass wir so nah sind, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hätten wir früher gedacht, doch einfach zurückschwimmen. Hä? Ah, hallo, warum ist das so schnell? Ey, brems mal. Ja. Sorry, hab die Bremse nicht gefunden. Okay, dass wir das Haus gefunden haben, war gerade eher Glück. Weil wir haben uns gerade total verlaufen. Ich dachte, wir waren da hinten irgendwo. Und kommen da hinten so irgendwie so zurück. Aber wir waren einfach mal da. Okay, das ist krank. Ja gut, ich sag mal so, warum nicht? Gut, dann können wir nämlich dieses Ding hier gleich mal hinstellen. So, und dann... Ja, wo eigentlich? Ich mach mal da so. Oder stellen wir das bei uns im Haus rein? Weil ist ja eigentlich eher so viel Wasser hier, ne? Ne, wir nehmen das Ding mal mit. Aber wir stellen es mal hier näher an unser Ding hier ran. Hier so irgendwo. So. Okay. Haben wir einen Eimer? Müssten wir ja eigentlich haben. Jawohl. Dann befüllen wir das Ding nämlich gleich mal. Ach so, da rein. Ich dachte, da passt mehr als ein Eimer rein. Nö. Nee. Passt echt nur ein einziger Eimer rein. Na gut. Reicht ja aus. Ich sehe, wenn ich das Ding jetzt eigentlich abbaue. Das ist Wasser aber verloren, oder? Ja, ist ein leerer. Schade. Naja, was soll's. Ein süßes Gimmick ist es trotzdem. So, Kakao habe ich gesehen, ist fertig. Jawohl. So. Perfekt. Sehr gut. Die Sonne ist am Untergehen. Okay. Habe ich jetzt schon Vollpause gemacht? Nee, ne? Ich glaube, die Folge hat total Überlänge. Na gut, dann machen wir mal hier. Folgenende Break. Ja. Bis zur nächsten Folge dann. Bis dann.